Kürbis. Ein armes Ehepaar hatte einen Jungen, der hieß Capitu. Das Kind wurde so genannt, weil es einem Kürbis glich, das heißt, es hatte einen kleinen Kopf, einen langen Hals und einen großen Hintern. Zwar waren die Leute sehr arm, doch weil sie von guter Herkunft waren, vernachlässigten sie ihr Kind nicht. Capitu wurde von seiner Mutter und seinem Vater geliebt, und sie zogen ihn mit Fürsorge auf, denn er war von dem Allmächtigen gesegnet. Capitu verstand es, die Fürsorge seiner Eltern zu erwidern, und er half ihnen, so gut er konnte, die Last des Tages zu erleichtern. Die Jahre wanderten und durchschritten die Zeit, die Zeiten wechselten, und schließlich war Capitu zum Jüngling geworden. Er besaß eine außergewöhnliche Fertigkeit, und das war das Flötenspielen. Niemand im Dorf konnte sich mit ihm im Spiel messen. Eines Tages nun kam Capitu mit dem Wunsch zu seiner Mutter, verheiratet zu werden. Als seine Mutter die Bitte ihres Kindes hörte, erschrak sie sehr. Verwirrt und betrübt bedachte sie, dass sie arme und bedürftige Menschen waren. Aber was sollten sie tun? Capitu hörte nicht auf, sie mit seinem Wunsch zu quälen. Ja, er wollte sich sogar töten, wenn sie ihm diesen Wunsch nicht erfüllen werde. Seine Mutter grämte sich sehr, aber am Ende war sie gezwungen, Capitus Bitte zu erhören. Wie erschrak sie, als sie ihn fragte, nach wem sein Herz verlange. Capitu flüsterte ihr ins Ohr, dass er sich nach einer der 7 Töchter des Herrschers sehne. »Erbarmen, mein Kind«, seufzte die unglückliche Mutter. Ihr war, als würde ihr Kopf vom Himmel und Erde zusammengepresst. So schwer war die Last, die sie zu tragen hatte. Ihr war, als müsste sie ohnmächtig werden, wenn sie daran dachte. Aber was sollte sie tun? Capitu hörte nicht auf zu jammern und zu quälen, sie möge um eine der Prinzessinnen anhalten. Und wenn sie es immer wieder hinausschiebe, werde er sich in einem Fluss mit Krokodilen werfen. So fest war sein Wunsch. Furchtsamen Herzens begab sich seine Mutter zum Herrscher, um ihm den Wunsch ihres Kindes zu übermitteln. Der Herrscher war aber gar nicht erstaunt, als er davon hörte, und berichtete es sogleich seiner Frau. Die vernahm es lächelnd und biss sich dabei auf die Lippen. Doch weil dies eine Angelegenheit der Prinzessinnen selbst war, rief sie alle ihre Töchter herbei, um sich die Bitte Capitus anzuhören. Die älteste, Roun, wandte sich einfach ab und ging wieder ins Palastinnere. Die zweite, Ili, prustete fast los und ging nach hinten. Die dritte, Purut, stürzte mit geschlossenem Mund zu Boden. Die vierte, Emes, spuckte naserümpfend auf den Boden. Die fünfte, Tombene, ließ schulterzuckend Capitus Mutter stehen. Die sechste, Cass, erschrak, als sie den Namen Capitu hörte und eilte kopfschüttelnd davon. Capitus Mutter war über das Verhalten der Mädchen nicht erstaunt. Sie hatte dies kommen sehen, aber innerlich hoffte sie, dass der Wunsch ihres Kindes werde, doch noch in Erfüllung gehe. Nur noch ein Mädchen war übrig, das noch nicht befragt worden war. Sie trug nun die Frage der jüngsten Inka vor. Capitus Mutter hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da nickte Inkan schon mit dem Kopf, ergriff die Hand der alten Frau und erklärte ihr Einverständnis. Wie erstaunt war Capitus Mutter, als sie sah, dass dieses Mädchen den Antrag ihres gebrechlichen und unvollkommenen Jungen annehmen wollte. Ihr kamen die Tränen, als sie voller Scham an ihre Anmut dachte. Tausendmal lieber wäre es ihr gewesen, wenn Inkan ihren Sohn abgelehnt hätte. Aber was sollte man jetzt tun? Inkan hatte den Antrag reinen Herzens angenommen. So ein Unglück,
dachte Capitos Mutter. Womit sollen wir das kommende Fest bezahlen? Und was machte Capito? Er war völlig gelassen. An jenem Abend tat er nichts anderes, als auf der Flöte zu spielen. Er war offensichtlich sehr zufrieden. Am nächsten Morgen begab sich der Herrscher aus dem Palast, um spazieren zu gehen. Mit wachsendem Erstaunen sah er, dass der Teich außerhalb des Kampons, um den sich nie jemand gekümmert hatte, jetzt völlig sauber war und dass an seinem Ufer ein sehr schönes Haus stand. Es war kunstvoll gefertigt, aber leider von einem starken Zaun umgeben, so dass man es nicht betreten konnte. Wer mochte nur der Besitzer dieses Hauses sein? Niemand wusste es. 7 Tage später wurden Capito und Inkan verheiratet. Alle Leute wussten um die Anmut und Armut von Capitos Mutter. Dennoch mangelte es nicht an Lebensmitteln und Vorräten für die Feier, auch wenn das ganze Kampong daran teilnahm. Die Verwunderung des Herrschers und seiner Untertanen war unbeschreiblich. Bevor man sich zum Essen setzte, konnte man Capito ganz allein für sich im Zimmer seiner Frau Flöte spielen hören. Nicht lange darauf kam er heraus. Es war wirklich wunderbar. Der da herauskam, war nicht Capito. Das war ein junger Mann von feierlichem, heldenhaftem Aussehen, strahlend wie ein Gott. Lächelnd nickte er hierhin und dahin und ging dann, um Inkan abzuholen. Alle, die dabei standen, starrten mit offenem Mund. Und ihre Verwunderung wuchs noch. Nach dem Essen bat Capito seine Gäste, gemeinsam mit ihm zu ihrem Haus zu gehen. »Wohin?« fragten sich die Leute im Inneren. Sie gingen, gingen und gingen und rätselten, rätselten, rätselten. Aber niemand außer Capito wusste, wohin. Sie gingen weiter, weiter und weiter und gelangten schließlich zum Ufer des Teiches außerhalb des Kampons. Als Capito dann das Schloss des Zaungatters öffnen, erkannten sie, dass jenes Haus das Haus von Inkan und Capito war. Der Anblick war prächtig, zumal man auch die Schatten all der Bäume im klaren Wasser spielen sah. Fische schwammen in Schwärmen umher, wie wenn sie sich mit den Leuten über die Hochzeit von Capito und Inkan freuten. Lediglich 6 Mädchen zeigten ein mußmutiges Gesicht. Sie verfluchten und bedauerten sich. Pfui, wie wählerisch waren sie gewesen. Gold hatten sie für Messing gehalten und Diamanten für Glas. Und seht dagegen ihre jüngste Schwester. Sie war die schönste von allen und Seite an Seite mit Capito strahlten die beide in ihrer Schönheit wie Mond und Sonne. So sangen die Leute in Marambak, als sie das Paar einhergehen sahen. Geschwisterlich wandeln Sonne und Mond, wenn sie so wandeln, schreiten sie im Einklang und gemeinsam verweilen sie im Schritt. Die 6 waren wirklich verdrossen, aber was sollten sie tun? Es war ihr eigener Fehler gewesen. Waren sie nicht zuvor aufgefordert worden, zu wählen? Beim Anblick von Inkans Glück wuchs ihr Hass und sie planten, sie ins Unglück zu stürzen. Eines Tages dann, als Capito gerade nicht zu Hause war, luden sie Inkan zum Schaukeln ans Seeufer ein. Die Schaukel war sehr hoch. Zuerst schaukelten ihre Schwestern und dann war Inkan an der Reihe. Als die Schwestern Inkan in Schwung gebracht hatten, war der Schwung so heftig, dass Inkan sehr weit davonflog und auf der anderen Seite des Sees niederfiel. Als Capito wieder zurückkehrte, suchte er Inkan, aber sie war nicht da. Da spielte er in seinem Zimmer auf seiner Flöte. Anschließend ging er zum Ufer, nahm sich ein Boot und setzte die Segel. Unter Flöten segelt er auf der Suche nach Inkan davon. Sein Boot glitt dahin wie im Flug.
und so kam er bald zu seiner Insel. Dort fand er Inkan traurig weinend und unter einem großen Stein sitzen. Doch als sie sah, dass der, der dort kam, niemand anderer war als Capito, ihr Geliebter, flog sie ihm sehnsüchtig entgegen und sie küssten sich in großer Liebe. Dann klagte Inkan über das verräterische Verhalten ihrer Schwestern. Aber Capito hegte nicht den geringsten Hass gegen sie, hatte er doch seine Liebste wiedergefunden. Fröhlich kehrten sie in ihr Haus zurück und lebten glücklich und in Liebe. Später wurde Capito wegen seines Anstands und seiner Aufrichtigkeit von den Kampongbewohnern sogar zu ihrem Herrscher gewählt.